Ja, moinsen meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und zwar machen wir weiter im Karrieremodus und es sieht aktuell eigentlich nicht so gut aus. Wir ziehen ja echt auf Legende durch, aber wir haben doch schon die ein oder andere Niederlage kassiert und sind dadurch in der Liga, glaube ich, gerade mal Rang 5, wenn ich mich nicht irre. Ne, Rang 3, okay, Rang 3 geht eigentlich, sieht aber besser aus als es ist. Denn 5 Punkte Rückstand, bereits nach 7 Spieltagen auf Rang 1, ist dann doch eine Menge Holz. Und auch in der Champions League schlagen wir uns nicht so gut. Ich glaube, wir sind wir müssten Platz 2 sein in der Champions League Quali-Phase, beziehungsweise in der Gruppenphase. Und ja, wir müssen mal gucken, dass wir uns in Zukunft hier ein bisschen besser schlagen, denn sonst sieht es düster aus und wir spielen jetzt als nächstes hier gegen Schalke, nee, Quatsch, nicht gegen Schalke, gegen Mönchengladbach. Die sind in der Tabelle jetzt nicht oben mit dabei, von dem her schauen wir mal, wie wir uns gegen die schlagen. Sollte eigentlich ein Pflichtsieg sein. Unsere aktuelle Aufstellung sieht wie folgt aus: Lewandowski, Werner im Sturmzentrum, Goretzka, Pogba im zentralen Mittelfeld. Sané, Dembele auf den Außenbahnen und unsere Defensive mit Alaba, Hummels, Boateng und Kimmich ist auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wobei der Hummels gerade konditionell nicht auf dem besten Stand ist. Von dem her switchen wir da mal den Süle rein und auf der linken Außenbahn lassen wir mal den Mendy ran. Für Alaba. Haben wir sonst noch irgendwelche Positionen, die wir mal neu besetzen können, wo wir mal frischen Wind reinbringen können? Wir können mal auf der linken Flanke hier den Coman noch mit reinbringen. Und ja, ein Robben hier unten. Alter, was hier? Ja, ich habe ja noch so starke Spieler da unten mit drin, ne? Ich weiß gar nicht, was der Pantovic da drin macht, ey. Naja, egal. So. Wir gehen's an. Ich habe mich gerade gefragt, wer sollte denn der Spieler sein, der da gerade stand? Dembele? Sah irgendwie gar nicht nach Dembele aus. Alter. Alter, wie lange das gedauert hat und jetzt war es auch noch ein Foul, oder was? Oh mein Gott, OMG. So, dann wollen wir mal den nächsten Angriff starten hier. So, hier haben wir den Dembele. Ah, kein Foul. Was? Von meiner Seite? Aha. Hier wäre jetzt... Hier ziehen, oder ich war mir eigentlich gerade relativ sicher, dass ich einen Freistoß bekomme. Und wollte lieber den Vorteil haben, aber nein. So, also ihr wisst es, wir spielen gegen Legende, das heißt, es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Er sollte auch absolut nicht dahin, wo er ihn hingespielt hat. So, aber hier, wir haben wieder den Ball. Dembele. Spielt seine Geschwindigkeit aus. Und da ist das 1-0. Timo Werner. Der erste Schuss abgeblockt, der zweite ist drin. Wunderbar. Sah einfach aus, ne? Sah sehr, sehr einfach aus. Hier der Schuss von Goretzka abgeblockt und den Nachschuss, den sammelt der Timo Werner dann aber eben schnell ein. Ja, ich habe ja umgestellt vor ein paar Spielen auf ein 4-4-2 mit zwei Stürmern. Vorher habe ich ja immer mit einer Spitze gespielt und mit einer hängenden, beziehungsweise einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler. So läuft es jetzt nicht mehr. Wow. Wow, ich glaube, das wäre sogar ein Eigentor geworden. Kann das sein? Das sah irgendwie sehr danach aus, als wenn der gute Boateng da den Ball gespielt hätte. Boah, Alter. Abgefälscht und der Neuer pariert da trotzdem. Alter. Krass, was die für Ecken gerade machen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, und jetzt Kimmich. Mit Dembele, der hier wieder durchzieht. Schade.
Schade, schade, schade. Schön da die Seite runtergelaufen. Und Goretzka holt den Ball direkt wieder. Und hier haben wir mehr Mondi. Benjamin Mondi. Aber das wurde nix. Aber wir haben direkt den Ball wieder. Ja, das war ja... Das war dämlich. So, Pressing muss ich mal wieder aktivieren hier. Hier ist Goretzka wieder am Stisseln. Ne, diesmal holt er sich nicht den Ball. So, Süle. Ah. Wenn das mal nicht gelb gibt. Nö, gibt noch nicht mal gelb. Dabei ist er eiskalt hinten reingestiegen, als der Ball schon abgespielt wurde. Glück gehabt. Ah, safe. Schön gerettet von Süle. Ja, das Einwurf für uns. Schöner Ball. Oh, den hätte ich direkt abgeschlossen. Aber leider kam Lewandowski nicht dran. Starker Ball. Starker Ball auf Leroy Sané. Quatsch, auf Coman. Der Ball war leider nicht so gut. Und wieder direkt den Ball erobert. Schade. Und Lewandowski braucht wieder zu lange, um sich zu drehen und kommt dadurch dann nicht zum Schuss. Wieder von Süle eiskalt hinten rein, ey. Schon das zweite Mal in diesem Spiel, dass er da viel zu spät kommt. Und jetzt holt er hier den Ball. So, Kimmich. Werner. Boah, und das Ding ist drin. Timo Werner. Mit seinem schwachen linken Fuß sogar, glaube ich, oder? Der ist doch Rechtsfuß, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Und haut den einfach da rein. Krass. Was der reingeht, hätte ich niemals gedacht. Ich wollte es einfach mal versuchen, aber... Dass er den wirklich einfach reinkloppt, das Ding. Halleluja. Und wie heißt der Keeper nochmal? Boah, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Aber der war auch gut geschossen. War gut geschossen. Aber das Ding muss man eigentlich halten, natürlich. Aber beziehungsweise es war kein schlechter Torhüter und trotzdem hat er ihn nicht gehalten. War das jetzt so ein guter Schuss oder war es jetzt eigentlich schlecht vom Torhüter? Ah. Das war mein Fehler. Ich war sogar gerade schon am Passen, aber das wäre, ich hätte es auch ins Abseits gespielt. Von dem her war es so oder so verkackt. So, wir führen 2-0. Es sieht so aus, als wenn wir uns hier unsere wichtigen Punkte holen. Und das ist auch gut so. Und wir switchen zur Halbzeit jetzt nochmal ein bisschen durch. Ah, ne, Werner nehme ich nicht raus. Der spielt viel zu gut. Habe sowieso keinen Sturmersatz. Ich würde sagen, ich bringe Leroy Sané für Coman. Und Tolisso für Goretzka. So machen wir das mal. Sehr, sehr gut. Ja, komm. So, schön abgefangen hier von Mandy. Wobei der Pass auch echt grotten war vom Computer. Manchmal fragt man sich auch, hä, Legende? Was für Legende? Ey, manchmal spielen die echt kacke. Aber dann haben die wieder so einen Angriff und das Ding ist direkt drin und dann weiß man wieder, was hier Legende ist. Ja, das war nix. Das war ein dankbarer Ball für Manuel. Manu! Okay, der Pass war nicht gut von Werner. Stark von Leroy Sané. Schade, dass der Ball ins Ausgegangen ist. Und die nächste Gelegenheit. Also, ich lasse hier viele Gelegenheiten zu. Und nach Ecken waren die bisher in diesem Spiel auch sehr gefährlich, die Gladbacher.
Wobei das hier jetzt weniger gefährlich war. Gut, von Pogba dazwischen gegangen. So, und jetzt mal nehmen wir mal Fahrt auf hier mit Mondi. Benjamin Mondi. Boah, und schon wieder Werner, aber diesmal war im Abseits, okay. Krass, aber wie er den schon wieder angenommen hat und dann abgezogen hat, oder? Richtig stark. Also der Werner ist echt hier der Goalgetter bei mir im Team. Nicht der Lewandowski, sondern der Werner. Schön von Kimmich dazwischen gegangen, aber dann bitter den Ball verloren. Erstmal zurück. Und dann kommen wir hier wieder von der Seite. Schade. Schade, 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 dass der da vor Lewandowski zum Ball kam. Aber egal, wir haben den Ball schon wieder. Und jetzt wieder mit Kimmich hier. Ziehen wir durch. Ah, der Pass war so schlecht. Da hätte ich keinen Steilpass spielen dürfen. Damn! Gib mir den Ball wieder, Kollegen. Echt? Der hat den Ball gespielt? Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der gerade den Ball gespielt hat. Boah. Was? Den hat er richtig gut verteidigt. Schlecht von Süle. Nein. Ja, wenn man hinten einen auf Tiki-Taka macht, ne? Das kann auch mal ins Auge gehen. Oh, Toni ist so knapp, ey, dass er den Ball trotzdem nochmal abgenommen hätte. Ich spiele schon wieder schlampig. Also die zweite Halbzeit war von mir ganz, ganz schlampig gespielt. So, jetzt nochmal. Können wir vielleicht nochmal einen vernünftigen Angriff hier nach vorne bringen. So, Dembélé. Und wieder der letzte Pass. Wieder der letzte Pass. Wie ärgerlich. Der war stark. Was? Wie krass nimmt er denn da den Ball ab? Heftig. Mega OP. Wie er da den Ball gerade abgenommen hat. Alter Schwede. Man muss mal nicht übertreiben, ey. Mit Legende. Also manchmal sind die echt im Zweikampfverhalten unlogisch. Guck mal, die haben sogar mehr Schüsse gehabt als wir. Und mehr Schüsse aufs Tor. Aber man muss bedenken, ich hatte viele Gelegenheiten, wo ja, bei uns nur noch der letzte Pass gefehlt hat, dann hätten wir vielleicht noch ein Tor machen können. Naja, war nicht das beste Spiel. Im nächsten Spiel müssen wir uns weiter steigern. Wir müssen uns sowieso weiter steigern. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.